Also die Tagung hat begonnen mit dem Präkonferenz-Workshop am ersten Tag, gestrigen Montag. Da gab es ein bisschen mehr Zeit dann, um am Vormittag oder am Nachmittag einzelne Themen zu vertiefen. Jetzt sind wir sozusagen in das klassische Tagungsprogramm gewechselt. Heute Morgen begonnen mit einer Keynote. Obwohl wir eine deutschsprachige Fachgesellschaft sind, aus dem deutschsprachigen Raum, wie gesagt Österreich, Deutschland, Schweiz, ist es trotzdem so, dass wir auch internationale Gäste regelmäßig haben, beziehungsweise die ganz gezielt einladen, die dann ihre Vorträge auch in englischer Sprache halten und natürlich auch online gegebenenfalls Gäste von außerhalb attrahieren. Ich fand den Auftakt heute ganz gut gelungen. Was ungewöhnlich war und wovon ich auch nichts gewusst habe, war die Idee, dass wir alle Teilnehmer nach ihren Text abfragen und dann jeder also welche angeben konnte. Und insofern auch in sehr kurzer Zeit ein Bild davon entstand, was denn eigentlich so die Themen sind, die uns hier umtreiben. Und im Kern geht es schon um Medien in der Lehre. Also Gesellschaft heißt zwar Medien in der Wissenschaft, aber E-Learning ist ein ganz großer Schwerpunkt. Aber es gibt eben dann auch vieles anderes daneben. Forschungswerkzeuge oder beziehungsweise digitale Infrastrukturen auch für den Betrieb, für die Organisation des Lehrbetriebs. Die Schnittstelle zwischen Forschung und Lehre ist ein großes Thema hier auf der Konferenz. Und dann geht es auch um neue Tools oder neue Konzepte. MOOCs spielt eine große Rolle, E-Assessment spielt eine Rolle. Also das, was man so allenthalben auch in den E-Learning-Zentren der Hochschulen im Tagesgeschäft zu betreuen hat.